Hallo und herzlich willkommen wieder zurück zu Crusader Kings 2 mit unserer mittlerweile schon 17. Folge. Wir sind dabei, unser liebes Bayern zu erweitern, zu vergrößern. Kroatien hat sich schon vergrößert. Serbien ist relativ groß geworden. Das Byzantinische Reich konzentriert sich darauf, hier im Osten weiter voranzuschreiten und lässt uns im Westen sozusagen in Ruhe. Was ich auch natürlich sehr, sehr gut finde. Jedoch hier unten wächst schon langsam. Schauen wir mal, was ich hier realisiere. Die Sunni, genau. Sunni kommt da schon langsam rein nach Europa. Das müssen wir halt dann irgendwie unterbinden. Desto schneller, desto besser natürlich. Ja, wir wollen Bamberg haben. Jetzt hat er auch noch eine Narbe. Ach Gott, ach Gott. Also es ist schon wirklich nicht einfach mit ihm. Jetzt dieser Klumpfüßig ist vernarbt. Ah ja, zumindest hat er das eine abgelegt. Ich weiß nicht mehr, was es war. Gut, Bamberg wäre toll. Dann können wir uns dann Würzburg, also dann können wir uns schon langsam die Alemannen unter den Finger reißen. Denn die sind eigentlich von der Technologie her am besten. Schwere Infanterie, leichte Infanterie, da sind wir eigentlich so Mittelmaß in Europa. Schiffsbau sind wir super hier in Oberbayern, für was frage ich mich nur. Ja, die Burginfrastruktur, die Stadtinfrastruktur, Kirchen und so weiter. Das ist eigentlich bei uns relativ toll. Wir sind eigentlich ziemlich, ziemlich stark von unserer Technologie her gesehen. Lass die Zeit jetzt einfach mal ein bisschen vorlaufen. Wir sind schon im Jänner 827. König Stefan hat das fortgesetzt, was sein Vater begonnen hat, und zwar das Reich zu vergrößern. Eberhard möchte verheiratet werden. Wir werden jemanden finden für dich. Gar keine Frage. Ach so, der hat eine verstorbene Gattin. Das ist natürlich dann doof. Byzantinisches Kaiserreich. Aber wir suchen uns immerhin hier Leute, die irgendeinen Anspruch haben. Oder sie hier. Wow!
Sie ist ein Genie, sie ist gerecht, sie ist bescheiden, sie ist fleißig, sie ist gütig, sie ist eifrig und sie ist gesellig. Also so eine Person möchte ich gerne im Hof haben, auch wenn sie 14 Jahre ist und er 27. Ist mir scheißegal. Damit möchte ich meine Kinder ausbilden. Gierig. Ein Kind fällt der Vormund. Kind ausbilden. Schauen wir mal, ob wir hier irgendetwas Gutes haben. Homosexuell. Ein Poet, tapfer, gütig, stolz, ja. Bitte mach doch, homosexuell wird er wahrscheinlich eh nicht annehmen. Hoffen wir es mal. Wobei es eigentlich egal ist, denn es ist ja eigentlich kein direkter Nachfolger. Was haben wir hier? Wir akzeptieren da mal. Wir sind jetzt im Krieg gegen... Ja, das ist irgendwo in England. Leider kann ich dir da nicht helfen, denn ich habe weder Schiffe noch Mittel, darüber zu kommen. Okay. Wir haben wieder keinen Mangel an Truppen, das ist super, das ist prima. Ja, wir haben auch keinen Mangel an Geld. Wir fingieren und fingieren, aber wir bekommen nicht das Kriegsrecht. Boah, sehr schön. Ein richtig guter Hofprediger mit 20. 49 Jahre sind wir schon alt. König Stefan, unsere Dynastie ist eigentlich relativ groß. Können da gerne mal so ein bisschen reinschnuppern, ein bisschen reinschauen, was sich hier alles getan hat. Und die Heirat kann vollzogen werden, oder? Mit der wahnsinnigen Frau. Gut, die Ethebruch ist sozusagen bei uns angekommen. Wer war das jetzt nochmal von ihm hier, oder? Ja. Und sie ist... Oh Gott sei Dank.
Also die Kinder, die da rauskommen. Puh. Da können wir uns auf ein Feuerwerk gefreut machen. Auch wieder natürlich helfen wir euch. Und zwar der Krieg um die Burgund. Und wir müssen hier gegen den da kämpfen. Aber das sehe ich gar nicht ein, warum das ich da mitwirken soll. Jetzt überschlagen sich die Ereignisse. Ein unverheirateter Erbe. Ah ja, dem seine Frau ist gestorben. Da müssen wir jetzt schauen, ob wir irgendwo etwas finden. Oh. Oh, 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 oh. Wir haben eine Kriegserklärung bekommen. Von der Lombardei. Oh, 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 oh. Wir müssen unsere Truppen ausheben, so schnell wie möglich. Wir müssen so schnell wie möglich schauen, dass wir unsere Truppen irgendwo sammeln. Jetzt geht's rund. Unser erster Krieg, der gegen uns ausgesprochen wurde. Den kann ich leider nicht abfangen, denn wir fehlen die Truppen. Das ist jetzt doof. Das ist jetzt richtig doof, denn... Was ist der Kriegsgrund eigentlich? Was will er überhaupt? Steiermark will er haben. Ja. Dann werden wir uns mal ein bisschen versammeln hier in der Steiermark. Und mal abwarten, was passiert. Und zwar Vormund. Da fehlt der Vormund. Kind ausbilden. Und da haben wir ja unsere tolle Dame, die bei uns ja sich eingeheiratet hat. Wo ist sie denn? Da ist sie. Und bitteschön. Ich kann Pilsen beanspruchen. Ja, das passt jetzt überhaupt nicht. Dass ich jetzt Pilsen beanspruchen kann, aber selber irgendwie hier im Krieg bin gegen die Lombardei, ja. Und der hat 10.000 Mann. Wir müssen das gewinnen. Unbedingt. Jawohl, er hat einen Zehnt eingefordert. Das werden wir auch brauchen wahrscheinlich. Verbündete. Wir müssen all jegliche Verbündete rufen, die wir zur Verfügung haben. Er wird am Krieg teilnehmen.
Und die Lombardei kommt aber alleine. Da fehlt wieder ein Vormund. Bitteschön. So, wir haben uns versammelt. Wir werden jetzt gleich mal mit unseren 4000 Mann. Wir müssen da jetzt ein bisschen schauen. Und zwar. Brillanter Stratege, Verteidiger, Meister im Geländekampf. Okay. Organisator, zäher Soldat, fähiger Taktiker, Verteidiger. Ja. Der König geht damit natürlich, ist doch klar. Und da kam er schon mit seinen 8000 Leuten. Ich brauche unbedingt Söldner. Ich werbe hier mal 2.000 bis 3.000 Söldner an. Die müssen auch sofort daran. Und da kommen dann noch mit 1.000 Leuten. Oh Gott. Das werden wir nicht gewinnen. Das werden wir nicht gewinnen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ja, das haben wir verloren. Wer mit seinen 10.000 Mann, der kommt da rein und überrollt mich. Die Hilfe kommt zu spät. Das ist zu spät, das ist zu spät, das ist zu spät. Ja, wir haben verloren. Wir haben mächtig, mächtig, mächtig verloren. Stopp, bleib stehen. Und du gehst nicht dorthin. Ah. Kommt da jetzt auch nicht mehr rüber. Der steht da mit seinen 9000 Mann in der Steiermark. Das Einzige, was ich machen kann, ist hier Istrien zu besetzen. Wow. Der hat die Steiermark schon belagert. Also der reißt hier alles nieder, so wie es aussieht. Zack, Niederlage, Niederlage. Ja. Dreitausend, 4000, das schaffen wir nicht. Der bringt uns um. Aber vielleicht kann er sie minimieren mit dem Würfelbonus und so. Zack, und los geht's. Wir müssen da mithelfen, unbedingt. Wenn wir hier eine Chance haben wollen.
Also wir sind hier mächtig angeschlagen. Aber sie wehren sich tapfer. Die Unterstützung kommt. Ja, aber die rechte Flanke bricht zusammen. Das war's. Wir haben seine Truppen enorm reduziert. Aber wir können uns nicht helfen. Boah, das tut weh. Da fehlt wieder ein Vormund. Wo ist unser geliebte neue Hofdame? Ist nicht mehr da, oder was? Nein, sie ist nicht mehr da. Das sieht doch gut aus. Ja, jetzt vernichtet er mich. Und da stehen jetzt auch noch Plünderer. Was ist jetzt? Wo ist der jetzt hin mit seinen Truppen? Oder verfolgt er mich jetzt noch immer? Ah, natürlich. 5000 Leute. Ich muss schnell hier die Plünderer noch töten. Ja, liebe Lombardei, somit hast du jetzt einen Erzfeind bekommen. Und, ja, das sind wir. Ja, ich lasse das Ganze jetzt vorlaufen. Die Söldner können wir einstampfen. Das bringt sich eh nichts. Und wer kämpft da? Das Einzige, was mich jetzt noch retten könnte, wäre ein Bürgerkrieg oder eine andere Nation, die eben hier gegen die Lombardei kämpft, im Endeffekt. Ansonsten sieht es relativ schlecht aus, hier noch irgendetwas zu reißen. Und das war's auch schon wieder für dieses Video. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal, wenn es darum geht, Steiermark zu retten. Ja, und Kroatien hat sich auch hier ein bisschen vergrößert. Es wird interessant. Es wird auf jeden Fall interessant. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, ciao.